Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Weil jetzt etwas Tolles beginnt, und zwar der Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Willkommen zu Shabbat Shalom, unserer kurzen Gedenkzeit zum Beginn des Sabbats. Interessieren Sie sich für die kleinen Tiere, die man so nebenbei manchmal trifft? Es gibt unverhoffte Begegnungen, und wenn es die Zeit zulässt, lasse ich mich gerne auf so etwas ein. Was wir Menschen machen, ist für Tiere manchmal eine Hilfe und sie profitieren davon. Manchmal ist es jedoch auch ein Hindernis und bringt sie in Gefahr. So ist das zum Beispiel mit Fenstern. Diese Erfindung dürfte für viele Tiere eine unverständliche Sache sein. Man kann es immer wieder erleben, wie Fliegen im vollen Flug gegen die Scheibe knallen. Sie sehen sie einfach auch bei wiederholten Flugversuchen nicht. Das habe ich auch schon bei Vögeln beobachtet, und nicht immer sind die Begegnungen Vogel-Fensterscheibe gut für den Vogel ausgegangen. Darum markiert man ja auch große Scheiben, an denen das vorkommen könnte, um die Tiere zu warnen. Als wir neulich nach Hause kamen, hatte sich, wie auch immer sie dahin kam, eine Libelle in unserem Wintergarten gefangen. Sie war in dem heißen, sonnigen Vorraum offenbar schon eine Weile an den Fenstern auf- und abgeflogen und konnte sich sicher keinen Reim darauf machen, wieso sie die Freiheit doch sehen, aber nicht hinfliegen konnte. Nun saß sie ermattet auf dem Boden. Es war sicher zu heiß für sie. Vielleicht war sie auch benommen von ihren energischen Versuchen, diese unsichtbare Wand zu durchdringen. Schauen Sie mal hier. Dann habe ich sie genommen und an die frische Luft gebracht. Hier auf den Blättern unseres kleinen Ölbäumchens sollte sie sich ein wenig erholen. Das tat sie auch. Nach einigen Minuten fing sie an, sich wieder zu bewegen. Und ich hatte Gelegenheit, ihr ein wenig zuzuschauen. Sehen Sie das tolle Muster an ihrem Körper? Und die großen Facettenaugen, mit denen sie im Flug umherschwirrende Insekten erkennen und sicher orten kann? Diese Facettenaugen können bis zu 30.000 Einzelaugen besitzen. Libellen haben einen außergewöhnlichen Flugapparat. Sie können ihre beiden Flügelpaare unabhängig voneinander bewegen. Dadurch sind sie in der Lage, abrupte Richtungswechsel zu vollziehen, in der Luft stehen zu bleiben oder sogar rückwärts zu fliegen. Sie sind bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell, wobei sie ihre Flügel mit rund 30 Schlägen pro Sekunde für die Insektenwelt relativ langsam bewegen. Sie haben an ihrer Flügelspitze so etwas wie einen kleinen Behälter, den sie während des Fluges je nach Bedarf mit Flüssigkeit so füllen, dass ihre Fluglage stabilisiert wird. Eine Art Trimtank. Phänomenal. Sehen Sie die kleinen borstenartigen Fühler auf dem Kopf? Damit misst die Libelle ihre Fluggeschwindigkeiten. Libellen sind ein Meisterwerk an Miniaturisierung. Und falls Sie sich Sorgen gemacht haben, ja, meine Libelle hat es geschafft. Nach ihrer Kopfwäsche und ein paar Mal Flügelschlagen hat sie sich auf und davon gemacht. Mir blieb die Bewunderung für das fliegende Meisterwerk. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Erlauben Sie, dass ich nun mit Ihnen bete. Lieber Gott, du bist derartig erfindungsreich, dass du selbst Libellen dir ausgedacht hast, die so kunstvoll fliegen können und so erstaunliche Fähigkeiten haben. Du bist großartig. Danke, dass du auch an uns gedacht hast und uns einen Ruhetag geschenkt hast. Amen. Ich bin schon erstaunt, was die Wissenschaftler über solche Insekten alles herausgefunden haben. Lesen Sie einmal über Insekten nach, das ist sehr spannend. Aber es ist natürlich noch mal ein Unterschied, ob man etwas über solch ein Insekt herausfindet oder ob man solch ein Insekt schafft. Menschen haben auch hier enorme Fortschritte gemacht. Es gibt kleine Flugzeuge, kleine ferngesteuerte Hubschrauber.
vielleicht auch Flugroboter und so weiter. Aber die suchen sich nicht alleine ihre Nahrung und die pflanzen sie auch nicht fort. Wir sind bei der echten Schöpfung einfach noch einmal in einer anderen Liga. Falls Sie Kinder bei sich zu Hause haben, könnten Sie vielleicht eine Libelle basteln. Das geht ganz einfach. Sie brauchen eine Wäscheklammer, ein wenig Papier oder Karton, feste Folie, vielleicht zwei halbe Erbsen, Gummi, Stift. Ja, dann könnte es eigentlich schon losgehen. Ich zeige Ihnen mal, wo wir hin möchten. Das soll es werden, unsere Libelle. Ich habe Holzklammer, eine Sturmklammer, eine Holzklammer genommen, weil die Plastikklammern haben manchmal so eigentümliche Formen, die sich nicht ganz so eignen. Man kann es versuchen, aber wenn es geht, ist es besser, man hat eine Holzklammer. Die muss man vorsichtig verdrehen, damit man die Feder herausnehmen kann. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man die zwei Hälften der Holzklammer. Die beiden Hälften legt man jetzt nicht so, wie die Klammer ist, zusammen, sondern mit ihrem Rücken. So, das wäre schon mal geschafft, Teil 1. Jetzt müssen wir die beiden Hälften zusammenbekommen. Das geht am leichtesten mit einem Gummi. Ich habe hier mal so einen kleinen Schnipsgummi. Den schlinge ich hier vorne um die Einbuchtung herum. Schön parallel, ein paar Mal, sodass er straff sitzt. Jo. So, und dann schön parallel ausrichten. Dann haben wir schon mal den Körper fast fertig. Jetzt fehlt noch der Flügel. Für den Flügel brauchen wir ein Stück Karton, so wie hier. Und den kann man dann einfach, so wie ich es hier gemacht habe, mit dem Stift aufmalen, in der Form oder in einer anderen. Dann ausschneiden. Klar, mit der Schere. Und man könnte auch, ich habe jetzt schon einmal einen ausgeschnitten, man könnte dann auch, sagen wir mal, nehmen wir jetzt diesen Stift, dann noch so ein paar Äderchen, wie wir es vielleicht bei der Libelle gesehen haben, ein paar Äderchen mit drauf malen. So. Und das idealerweise auf beiden Seiten. Ich habe es jetzt mal nur auf der Vorderseite gemacht. Und dann geht es eigentlich ganz einfach weiter. Wir nehmen den Körper von der Libelle, öffnen das ein klein wenig, klemmen den Flügel dazwischen und sind eigentlich schon fast fertig. Zwei Anmerkungen noch. Erstens, damit man es hier besser sieht, habe ich Karton genommen. Man kann auch gerne Folie nehmen. Das wäre nur jetzt hier nicht so gut zu sehen gewesen. Von irgendeiner Gemüse-, Obstpackung, wie auch immer, eignet sich Folie, die auch so einigermaßen flach ist. Schneidet man was aus, malt die Äderchen drauf, dann kommt es der echten Libelle noch ein bisschen näher. Und wenn die Mama zu Hause bereit ist, mal eine halbe Erbse zu opfern oder zwei Hälften von einer getrockneten Erbse oder auch Linsen, dann könnte man mit Klebstoff hier vorne noch an den Kopf so ein halbes Auge dran kleben, wie das bei der Libelle, bei der echten Libelle auch ausgesehen hat. Und wer da noch ganz viel Lust hat, der kann ja auch noch den Körper anmalen. Aber ich glaube, so sind wir schon mal ganz weit. Und unsere Kinder haben so viel Fantasie, für die lebt die Libelle und fliegt. Ich wünsche einen gesegneten Sabbat.